Du bist eher introvertiert, möchtest aber trotzdem auf andere Menschen und speziell Frauen nicht wie ein ängstlicher Dackel wirken, sondern cool und souverän, dann schau dir jetzt dieses Video an. Und am Ende des Videos werde ich dir etwas über mich erzählen, was viele von euch schockieren wird. Es ist ein Fakt, über 90% meiner Kunden sind introvertiert. Ich kann ihnen aber trotzdem helfen und sie zum Erfolg bringen. Neben dem Nachteil, nicht so das Party-Animal zu sein, bringt Introvertiertheit auch einige Vorteile mit sich, die du für dich nutzen kannst. Du bist zum Beispiel ein guter Beobachter. Du wirkst mysteriös und geheimnisvoll. Du machst dich nicht zum Hampelmann oder zum Affen für die Frauen. Wenn du introvertiert, aber trotzdem charismatisch sein willst, dann solltest du folgende Dinge auf jeden Fall beachten. Achte auf deine Körpersprache. Die meisten Action-Heroes sind introvertiert. Denk mal an den Lonesome Cowboy oder die ganzen anderen Klischee-Movie-Helden. Sie haben alle gemeinsam, dass sie sehr, sehr wenig reden, aber dafür eine enorme Körpersprache haben. Schau dir ruhig ein paar Filme an mit deinem liebsten Action-Stars und guck auf ihre Körpersprache. Es macht einen riesen Unterschied, ob du verschüchtert irgendwo in der Ecke stehst und nichts sagst oder du in coolen Klamotten mit lässiger Körperhaltung stehst und nichts sagst. Gib Menschen die Chance, auf dich zuzukommen. Wenn du zum Beispiel ein Instrument spielst oder singst oder irgendein anderes interessantes Hobby hast, was Leuten die Chance gibt, auf dich zuzugehen, erleichterst du es den Frauen enorm, dich anzusprechen, ohne dass sie so wirken, als ob sie dich angraben wollen. Also überleg dir mal, was kannst du machen oder was kannst du tragen, was etwas über dich verrät, wo Frauen dich einfach ansprechen können. Übe starken Augenkontakt. Ob Leute dich als selbstbewusst oder nicht selbstbewusst wahrnehmen, hängt nicht so viel davon ab, wie viel du redest, sondern in erster Linie von deiner Körpersprache und natürlich deinem Augenkontakt. Unsichere Menschen erkennt man sehr oft daran, dass sie unruhig durch die Gegend gucken oder sich einfach viel zu viel unkontrolliert bewegen. Übe deinen Blick zu entspannen und gleichzeitig zu fokussieren. Beschäftige dich mit Verführung und der Mann-Frau-Dynamik. Introvertiertheit muss kein Handicap sein. Introvertierte Menschen lesen gerne und lernen schnell. Nutze diese Begabung, einfach mehr über Frauen und Erfolg bei Frauen zu wissen. Es ist besser, du sagst 5 richtige Sätze, als 100, die Mist sind. Überwinde deine Ansprechangst. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich bin introvertiert. Ich habe aber gelernt, dann, wenn ich es muss oder mir dienlich ist, extrovertiert zu sein. Aber am liebsten bin ich alleine oder in meinen 4 Wänden. Das heißt, wenn ich es lernen kann, dann kannst du es auf jeden Fall auch. Es liegt uns Introvertierten nicht im Blut, super sozial zu sein, aber wir können es auf jeden Fall lernen. Ich hoffe, du hast begriffen, dass Introvertiertheit kein Problem für dich sein muss, sondern dir sogar helfen kann. Ich habe schon mehrere tausend Männer live gecoacht, die introvertiert waren oder immer noch sind. Und wenn du es wirklich ernst meinst und wirklich alles lernen möchtest, was einen charismatischen Mann ausmacht, dann lass uns einfach telefonieren und wir gucken, wie wir dir am schnellsten verhelfen können, dass du dein Ziel erreichst. Den Link zu dem kostenlosen Beratungsgespräch findest du hier einmal unten im angepinnten Kommentar, aber auch dann hier oben in der Ecke. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir beide miteinander telefonieren würden. Bis zu meinem nächsten Video. Arrivederci.